Hallihallo, hier ist mal wieder Corazu und wir sind zurück in Fortnite. Wo auch sonst? Ja, ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, das Event hat sich geändert. Es ist jetzt Blockbuster Teil 1. Ich habe es, wie ihr seht, schon immer komplett durch. Weil ich habe euch ja versprochen, wir machen ein paar Lamas kaputt zusammen und dann war irgendwie das weg und dann, keine Ahnung, dann habe ich das ganz schnell durchgespielt, um wenigstens die aktuellen Lamas mit euch kaputt zu machen. Aber wir schauen uns den Trailer an, denn der, finde ich, ist ganz interessant. Einen Moment. So. Denn wie lange ja spekuliert wurde, im PvP-Modus, sprich Fortnite Battle Royale, wurde ja angekündigt, Mitruid kommt und zerstört alles. Aber er kam nicht nur im PvP, sondern auch jetzt hier im PvE. Zwar ist nicht alles zerstört, aber es gibt Missionen drumherum sozusagen. Heißt Mitruid runter, wir sammeln Teile des Mitruiden, wir müssen den Krater besuchen, um dort Sensoren aufzubauen. Unser Lieblingsroboter ist verschwunden, jede Menge Ereignisse. Ist es nur Teil 1? Blockbuster Teil 1, glaube ich, wird irgendwo erwähnt. Ich glaube, dann bei Aufträge. Nee, hier auch nicht. Egal, irgendwo wird es erwähnt, dass es nur Teil 1 ist. Und jedenfalls heißt es, später geht's weiter. Bis zum Schluss, Ray bleibt verschwunden und wir haben einen anderen Bot, der, naja, etwas merkwürdig ist. Aber das nur kurz zu dem, was ihr verpasst habt. Wir gehen zur Beute und hauen ein paar Lamas. Ich habe, glaube ich, direkt welche hier bekommen. Ja, also, hier ist Nahkampflamme, brauchen wir nicht. Komm, wir machen erstmal ein paar kleine. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Ja, immer auf der Suche nach Beute. Wir hatten noch unser Daily abgeholt. Da ist natürlich auch noch ein bisschen was drin. So, wir machen jede Menge Lamas kaputt. Erst hier noch die kleinen. Nichts. So. Hier ist natürlich jetzt nichts Besonderes drin, deswegen scrollen wir da jetzt ein bisschen durch. Genau, bei denen gibt es inzwischen dieses Frühjahrsturmgold. Ich weiß gar nicht, ob es früher schon war. Ich finde die Belohnung inzwischen deutlich mehr. Also ich finde, seit dem letzten Patch gibt es hier deutlich mehr drin und schneller. Zum Thema Event auch. Man kann jetzt Raven als Held auch im PvE haben, habe ich noch nicht gesehen. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, kann man sich antun, muss man mal schauen. So, ich werde jetzt hier erstmal 10 Lamas öffnen und dann hier nochmal 10 wahrscheinlich. Dann haben wir 20 Lamas. Das ist einiges, denke ich mal. Also, legen wir los. Ja, ich möchte wirklich. Jo, ist es auch. Huchi. Und direkt mal einen silbernen. Das ist doch was. So. Wir wuschen mal hier ein bisschen durch. Am Anfang ganz normale Sachen. Okay. Ja, da war jetzt nichts so Besonderes dabei. Ja, ja, komischer Stock. So, ich glaube, zu diesem Event hin gab es auch 10 Gratis-Lamas, die, ich glaube, alle golden waren. Das war auch nochmal ganz interessant. Also bin ich eigentlich jetzt mit jede Menge legendären Sachen echt ausgerüstet. Nur habe ich natürlich nicht die Materialien, um das abzugraden alles. So, wir machen hier mal Schnellvorlauf weiter. Das Spannende kommt dann erst, wenn wir wirklich in die Superheldenbox schauen, denn. Sehr schön. Denn mit dem neuen Event geht's auch um Superhelden. Bin ich sehr gespannt, was es dort so gibt. So. Was ist hier legendäres? Eine Skizze oder eine Falle? Komm, ich brauche noch ein paar Fallen, die legendär sind. Oh, wir dürfen nochmal aussuchen. Das möchte ich jetzt auch neu. Wir dürfen jetzt sehr oft, finde ich, aussuchen. Brauchen wir lieber Wand? Ja, eher Wand, würde ich sagen. Ey, weh, jetzt kommt dieses Lampending wieder. Weil das habe ich schon ungefähr 50 Mal. Ja, Wandlichter, das habe ich ungefähr 50 Mal schon gefunden. Wir nehmen den Wanddynamo. Das brauchen wir schon eher. Vielen herzlichen Dank. Oh, gleich nochmal was Legendäres. Wow, 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 wow. Pistole? Da habe ich noch nicht alle, das weiß ich. Monsoon! Ah, da geht die Munition so schnell, Alter. Wir nehmen den Bleiprügel. Ja, danke. So, Mensch, 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 da hat es sich doch schon gelohnt. Nein, mein Vater ist nicht Gärtner.
Meine Mutter war mal Landschaftsgärtnerin. Das weiß ich, aber mein Vater nicht, soweit ich weiß. Nein. So. Ja, 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 komm. So, noch ein bisschen Kleinkram. Oh, 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 und... Ah, Silber, naja. So. Naja. Wie in deinem Traum, na denn? Hoffentlich ging dein Traum gut aus. So. Ja, ein bisschen Kleinkram. So. So besonders war jetzt eigentlich nichts dabei, außer unsere zwei Legendären hier, würde ich sagen. Einmal Wanddynamo, einmal Kupferbleiprügel. Ansonsten eigentlich ganz normales Zeug. So, aber jetzt holen wir uns 10 von den Events. Es geht um Superhelden, es geht um Hightech. Ich bin gespannt. Ja, wir wollen wirklich was. Ich habe 7000, 5000, ja. Ich könnte mir danach sogar noch mehr holen. Unglaublich. Nein, ist es nicht. Der hat auf jeden Fall ein Kometensymbol. Bin ich ein bisschen gespannt. Wir scrollen mal hier. What? Direkt ein legendäres. Ich glaub's ja. Oh, Penny. Entschuldigung, ich mag den Constructor. Okay, mit einer Brille oben drauf. Na gut, wir schauen uns das nachher noch in der Sammlung an, was es alles für gibt und was wir haben. Aber jetzt tun wir erstmal wieder ein bisschen durchbeschleunigen. Irgendeine Pistole, okay. Direkt den ersten legendären, das war schon gut. Also, da bin ich echt, wow. Aber wir dürfen wieder aussuchen. Also, ich finde, man dürfte jetzt viel öfters aussuchen. Ja, das Blaue, das interessiert mich ja nicht so groß. Longard! So. Mal schauen, was wir hier jetzt drin haben. Oh, 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 noch was. Eine Pistole, okay. Ich glaube, die habe ich schon. Ich glaube, die hatte ich mir schon rausgesucht, als ich die Questreihe fertig gemacht habe. Da dürfte man sich auch eine der drei legendären Waffen wieder aussuchen. Noch ein Held, okay, und eine Waffe, die wir so schon haben. Ich mache das hier alles ein bisschen schnell. Wir gucken uns zum Schluss das dann an. Ich finde es immer schade, dass es im Schluss nicht sortiert ist, irgendwie. Das wäre noch eigentlich ganz cool. Ja, komm, nehmen wir jetzt ein Sturmgewehr. Ja, ja. Ist blau, das ist jetzt nicht so. Boah, nochmal was Legendäres. Alter. Ja, heute Lama. So. Schauen wir mal. Ah, okay, was liegt denn das? Da suchen wir jetzt ein bisschen. Nehmen wir die Pistole. Ich glaube, die haben wir noch nicht in lila. Die haben wir jetzt in legendär, so in golden. Ja, ja, 5 vor 12. So. Was haben wir da jetzt? Das ist mir auch wieder egal, eigentlich. Sitzt eher selten ein, die Beschützer, also von daher. Ja, yeah, ganz cool. So, weiter geht's. Oh, wieder was Legendäres. Die Pistole, okay. Die schallgedämpfte Pistole. Axt, das war doch keine Axt, das war eine Gitarre. Was er erzählen wollte. So. Ah, was Lilanes. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Und wenn, dann haben wir einen Doppelteimer für die Sammlung. So, genau. Oh, da bist du. 10% Schaden, 15% Schaden, längere Haltbarkeit und nochmal kritische Treffer oben drauf. Hat so alleine schon von Standardwert 4600 Schaden. What the. Die ist gut. Die hätte ich gerne legendär, danke. Oh, da habe ich sie sogar. Mit Kopfschussschaden, Rückdämmungsschaden, Kopfschussschaden. Das ist wieder alles so Kopfschussschaden nur. Aber 50% Nachladegeschwindigkeit, 50% Magazinvergrößerung. Ja, das ist schon nett. Okay, sonst so. Ja, schön. Wann haben wir denn sonst? Jede Menge Überlebende. Okay, die Kupferwumme. Okay, so eins. Noch was Schaden. Diese schallgedämpfte Kopfschussschaden, Nachladegeschwindigkeit, nochmal Schaden, Haltbarkeit. Ja, ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, die haben auch ein Legendär irgendwo. Das ist einer der Helden.
der neuen? Das gefällt mir schon besser. Als legendäre Kopfschussschaden, kritische Schaden nochmal erhöht, Rückschussvermeidung nochmal erhöht, nochmal mehr Schaden, nochmal Schaden auf Energie und Leitschaden sogar. Mensch. Das finde ich immer gut. Ja, dann machen wir die. Unsere eine Heldin. Erhöhte Baugeschwindigkeit, verringerte Baukosten. So. Schnelleres Bauen. Köder. Rückzugsplan. Dann hat er jeder Basisgeschwindigkeit, kritische Triffe. Okay. Also, wenn ich in der Basis bin, das ist sie praktisch. Okay. Naja, gut. Wollen wir uns nochmal 4 holen? Komm, wir holen uns nochmal 4. Wir haben es doch gerade. Mensch, was soll der Geiz? Hallo? Das ist schön, dass du nichts brauchst. Komm, wir holen uns nochmal 4. Wir hatten ja bis jetzt eigentlich ganz gute Sachen dabei. Komm, jetzt. Ja, nochmal was Legendäres. Oh, jetzt haben wir schon die Pistole. Naja, wir gucken, welche bessere Stats hat. Das soll ja auch noch kommen. Es wurde jedenfalls indirekt schon angekündigt, dass man wieder Stats neu rollen soll. Also neu rollen können soll. Sagt man das so? Ich weiß nicht, wenn man das jetzt nochmal neu ausrollen kann bei den Waffen oder so. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Muss man sehen, wie sie es machen, weil man hat ja nicht so viele verschiedene Arten von Ressourcen hier. Und ich finde jetzt manche Sachen schon knapp. Also alles, was an Erfahrungspunkten ist, finde ich hier eigentlich grundsätzlich knapp. Klar, man soll ja nicht sofort den stärkste Einheit nach zweimal Spielen haben, das ist schon klar. Aber trotzdem finde ich es teilweise ein bisschen wenig, also was an Erfahrungspunkte angeht, was inzwischen, diese Tränen und sowas angeht, die kann man inzwischen ganz gut farmen, also da habe ich echt keine Bedenken mehr. Schon wieder die, wow, mit 15% nochmal 20% schon, Magazin, größere Länge, Haltbarkeit und noch bessere Nachladegeschwindigkeit, what the, okay. Und hier haben wir nochmal mit extra Schaden, nochmal Schaden, Kopfschussschaden, kritischer Schaden, wow, diesmal haben die richtig gute Stats. Was hat der hier? Feuer, 20 Schaden, Haltbarkeit, kritisch, okay, die haben wir jetzt nochmal viel besser bekommen. Ich kann mir hier nochmal 10 leisten. Na, das lassen wir jetzt mal. So, wir gehen in die Sammlung und schauen mal. Ja, die Hillen, also es gibt hier Lotuskriegerin, die fand ich eigentlich ganz interessant. Vom Aussehen her, also am Anfang ist sie relativ normal, später kriegt ihr halt dann doch schon bisschen coolere Sachen. Ich finde es schade, dass man hier nicht so durchleveln kann, einfach schon mal um zu gucken, wie sieht sie denn später aus. Das wäre noch ganz cool, weil hier sieht man sie schon mit Brille und alles. Ja. Während ich den hier, ich weiß nicht, den finde ich jetzt nicht so spektakulär. Das ist eigentlich einmal weiblich und dann nochmal männlich. Wiederum, wenn es hier männlich ist, ist es da weiblich, okay. Die finde ich jetzt nicht so. Es gibt denn die Militärwaffen. Davon haben wir jede Menge gefunden. Wir schauen mal, was hier so doppelt ist. Haben wir sogar, ne? Komm, tun wir mal reinsetzen. So, hier haben wir nicht doppelt, die bleibt dann auch mal da. Hier hatten wir, glaube ich, aber... Ja, die haben wir hier dreimal. Das ist ja... das war die mit den ganz vielen Schaden. Das war die mit so gut wie gar keinen Schaden. Oder was ist da unten? Oh, dieser Text ist im Weg. Kann man den nicht ausschalten? Nee, ne? Naja, so ist er mehr oder weniger ausgeschaltet. Doch, die hat jetzt 20% Schaden. Die hatte dann diesen Kopfschussschaden. Genau. Die opfern wir mal. Können wir hier direkt was öffnen? Mensch. Ich bin inzwischen auch ein paar Level weiter, wie man sieht. Keine Ahnung. Nehmen wir das. Okay, danke. Das war jetzt so, hä? Irgendwas musst du ja nehmen. So, die Schrot, glaube ich, hatten wir auch ein paar Mal. Die werden wir eh nicht so. Bin ich so der Schrotspieler. So. Und die hatten wir auch ein paar Mal. Oder gucke ich schon ein bisschen genauer. Nehmen wir die hier. So, okay. So, es gibt dann schon wieder die Kristallwaffen. Ich weiß nicht, also Kristallmilitärwaffen sind die seltener. Ich weiß nicht, warum wir die noch nicht haben. Weil da haben wir jede Menge, hier haben wir gar nichts. Keine Ahnung, ist jetzt so. Gut, Leute. Was hatte ich da noch? Achso, ich hatte hier noch mal einen bekommen. Stimmt. Ja, das ist eigentlich soweit das Event. Ich schaue jetzt gerade mal noch rein. Das hat 5000 als Standardwert, ey. Was ist das für eine Pistole? So, die andere. Was waren jetzt die anderen neuen? Warte mal, wir können ja mal so machen. Dann haben wir die ganzen neuen.
Okay. So. Nee. Die haben alle 1000. Und die direkt hier mit 5000 geht hier rein. Ich will gar nicht wissen, wie krass die ist, wenn die legendär ist. Und die hat nochmal 10% Schaden, nochmal 15% Schaden. Also ich glaube, die ziehe ich mir auf jeden Fall hoch. So. Wieder eine schöne Wandfalle mit Wallenschaden, maximale Haltbarkeit. Ja, okay, die ist so lala jetzt von Dynamo. Die würde ich gerne auf jeden Fall auch hochziehen. Tun wir uns mal 1-2 Level mal hochsteigern. Damit ich weiß, die möchte ich hochziehen. Das ist immer so mein Hinweis drauf. So. Ja. Achso, weil die jetzt nicht mehr neu ist, ist die jetzt nicht mehr in der Liste. Oh Mann. Und dich wollte ich auf jeden Fall hochziehen. So, siehst du mal. So, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen, ein paar Lamas zu öffnen. Ihr habt ein paar der neuen Sachen gesehen. Wenn ich noch mehr finde, es wird wahrscheinlich ein Video dazu geben. Versprechen kann ich es jetzt nicht, weil diese Events kommen und gehen auf einmal. Ich war echt überrascht, dass jetzt das alleine ist. Ich muss mal sehen, mein Inventar ist hier ganz schön voll. Ich muss mal was wegmachen. Jo, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr das gerne einen Daumen da oder einen Kommentar, würde mich riesig freuen. Bis in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.